Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von Fallout 76. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Weiter auf der Suche nach dem kleinen Timmy? Keine Ahnung, wie er jetzt heißt. Auf jeden Fall suchen wir jemanden. Und für diese Mission sollen wir jetzt hier hochkraxeln. Glaube ich jedenfalls. Das tun wir jetzt mal. Laufen, laufen, laufen. Oh, schöne Aussicht hier. Ah, hier. Kind, Secure beschützt ihre Kinder. Er ist in einer Herstellung, Status Fehler. Oh, ich würde so gerne rutschen, aber wir dürfen wahrscheinlich nicht. So. Wo kommt denn diese Grappe jetzt her? Was müssen wir jetzt tun? Ah, zur Post. Sollen wir jetzt hier runtergehen? Okay. Wee! Wee! Oh. Oh, Mami! Tut mir leid, Kleiner. So, okay, ja gut, dann gehen wir jetzt zur Post da unten. Das ist ja cool, dass wir schon da waren, weil da können wir mich jetzt einfach ganz schnell hinreißen. Dann sind wir schon da. Können das abgeben und uns glücklich schätzen, dass wir Laufarbeit sparen. Ja. So, ja, wunderschön. Level 20 sind wir ja auch schon. Ja, es ist so krass, ich habe schon Leute gesehen, die Level 110 oder höher sind. Ich frage mich, wie man so ein Level erreichen kann. Das ist mir ein riesen Rätsel. Weil wir haben ja jetzt schon einiges gesehen, ne? Gut, hier den ganzen Osten jetzt vielleicht noch nicht, aber so viel ist das jetzt nicht mehr. Da frage ich mich, wie kann man 110 werden? Das ist mir ein Rätsel, ganz ehrlich. So. Oh, hier waren wir auch schon mal. Da waren ganz viele Roboter gewesen. Was war denn das jetzt? Voll verarscht. So. Oh, in diesem Nachbargebäude. Und, was haben wir drin? Ein Vorkriegsgeld und 5 EP haben wir bekommen. Na, immerhin. Mr. Sandman. Dum 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 dum. I kill you, lala. Bum 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 bum. Mr. Sandman. Oh.
Okay. Willst du auf die Fresse oder was? Okay, wir sind irgendwie krank geworden. Warte mal, wo haben wir denn Heilmittel? Da. Nach Nachnamen durchsuchen. Fehler, Datenbank beschädigt. Vornamen suchen. Fehler, Daten beschädigt. Schließen die Fachnummer. Oh. Fach 10. Zu vermieten. Ja, würde ich gern nehmen. Boydie Beasley. What's Peak? Das ist er, oder? Also, Fach 12. Und jetzt? Achso, jetzt sollen wir dahin. Ist ja halbe Weltgeschichte nur für diesen blöden Brief. Also wahrscheinlich wurde das hier hingebracht und dann dahin versendet. Und wir suchen jetzt danach, oder? Ich weiß nicht. Egal. Die Pi sind die Pi. Halbe Weltgeschichte, Wahnsinn. Für den Kleinen da. Gut, inzwischen ist er wahrscheinlich erwachsen. Tatsache. Oder vielleicht schon tot. Oh. Was ist jetzt? Ah. Oben. Das Haus. Wollen wir das machen? Vielleicht furchterregend aus, aber ich versichere Ihnen, dass seine Roboterbetreuer alles unter Kontrolle haben. Kommen Sie zur Parade, geben Sie Warum eigentlich nicht? Und spenden Sie auf jeden Fall für meine Wiederwahlkampagne. Thank you.
Nice! Gute Arbeit. Hier. Was ist denn das? Das haben wir schon mal gehört, das Ding. So ein Ding haben wir schon mal wo gehört und wir haben es nicht eingesammelt. Aber ich dachte, das ist gar nichts. Aha, da müssen wir mal drauf achten. Gut. Nice Arbeit. Haben wir gut gemacht. Jetzt ganz mal kurz gucken, was haben wir denn so bekommen? Kleidung, nichts Neues. Ein Kampfgewehr haben wir bekommen. Ja, ganz nice. Na, jetzt nichts mehr übrigens. So, weiter mit der Mission. Secure. War das nicht? Das ist wichtig. Und jetzt? Aha. Finde einen Weg zum Damm. Jage einen Red Hirschherde. Hey, da sind ja die Hirsche. Ja, das passt ja eigentlich ganz gut, ne? Ich würde sagen, wir gehen hier hin. Zum Flughafen. Oder wir laufen hier rüber und nehmen das hier noch mit. Dann holen wir hier den Damm. Und dann können wir die Hirsche machen. Und dann hoffentlich sind wir auch irgendwo mal mit dieser Questreihe hier fertig. Das ist ja richtig geil. Das macht ja richtig Bock zur Zeit hier. Wahnsinn. Also es macht immer Bock. Aber jetzt gerade macht es gerade richtig, richtig Bock. So. Okay, dann machen wir das so. Wie sieht es mit dem Inventar aus? Müsste eigentlich noch passen. Ah, es ist kritisch. Kritisch. Wir haben hier nämlich einen Bahnhof. Dann gehen wir zum Bahnhof. Liefern mal eine Runde ab. Auch nochmal verwerten. Ja. Kampfgewehr? Nee. Ich bin mit den Waffen, die wir aktuell haben, ziemlich zufrieden, muss ich sagen. Was haben wir hier eigentlich? Eine Bastelwerkbank? Hm. Okay, also wie gesagt, wir gehen jetzt hier zu diesem Gebäude, nur vorbei, wir gehen gar nicht rein, wir gehen nur dran vorbei, um einfach diesen Punkt zu haben, falls wir dann irgendwo mal hin müssen, dass wir uns einfach hinporten können. Ja, machen wir den schönen Laufmarsch darüber. Was war das eigentlich immer mit diesen Notfall
Signal. Machen wir das mal. Bitte beeilt euch. Es bleibt nicht viel Zeit. Chavez, Ende. Diese Nachricht wird wiederholt. Was ist das? Wir brauchen alle Leute in der Basis am Flughafen Morgantown. Ich wiederhole, alle Responder melden sich bitte, so bringt alle Waffen mit, die ihr habt. Die Verbrannten kommen und es sind nicht gerade wenige. Bitte beeilt euch, es bleibt nicht viel Zeit. Schade, diese Nachricht wird wiederholt. Leute in der Basis am Flughafen Morgantown. Ja, das Zeug. Ich wiederhole, alle Responder melden sich bitte, so bringt alle Waffen mit, die ihr habt. Die Verbrannten kommen und es sind nicht gerade wenige. Bitte beeilt euch. Dankeschön. Kein Bedarf. Was ist das? Das sieht aus wie so eine Burg oder so. Aber wie gesagt, da gehen wir jetzt eigentlich nicht rein. Da ziehen wir jetzt nur vorbei, auch wenn das voll Low Level ist. Wir gehen jetzt hier weiter. Ziehen da jetzt einfach ratzfatz hier dran vorbei. Glaubt mir, mit mir wollt ihr euch nicht anlegen. Geht lieber geht eure eigenen Wege. So weit ist das ja nicht, ne? Aber dann würde ich sagen, hier machen wir mal Schluss für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Da sind wir dann beim Wasserdamm. Also es gibt was hier vorher Interessantes zu sehen. Aber das glaube ich jetzt nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Ciao, ciao.